Hallo und willkommen zu 20 Minuten Unit 4. Auch dieses Spiel ist Teil des Yogscast Jingle Jam 2018. Link unten in der Beschreibung. Da kannst du Geld dalassen für einen guten Zweck und bekommst als Bonus quasi einen Adventskalender voller lustigen Spiele, jeden Tag neue. Ein paar dazu. Unter anderem halt Unit 4. Was auch immer das tut. Egal. Lassen wir es auf uns zukommen. 20 Minuten Unit 4 ab. Jetzt. Empty. It is the period of galactic war. Evil spaceships striking from a hidden base have stolen their first artifact from the peaceful planet of Dumo. After the battle, the galaxy-renowned team Unit 4 has been called to help the hack planet. So schnell kann ich nicht lesen. Zumindest nicht vorlesen. And go wild. Machen wir das mal. Okay, das ist ein fliegender Kopf. Das ist wirklich ein fliegender Kopf. Unit, Boss here. As usual, I have to remind you that the mandatory training and practice exercises are required every month. Are you ready? Sure. Hell yeah! Achievement unlocked. Alles klar. Dann gehen wir mal in VR. Das Training oder wie sehe ich das? den Humor mag ich schon mal. Gehüpf. Okay, und einen anderen Knopf habe ich irgendwie noch nicht außer springen. Hey, it's jump, wer hätte das gedacht? Und wenn man länger drückt, springt man höher. Und Double Jump gibt's nicht, okay. Doink, doink. Ganz klassisches Jump'n'Run, oder wie sehe ich das? Warum habe ich in VR eine VR-Brille auf? Okay, es gibt Double Jump, aber dafür muss man dann eine andere Taste drücken, die auch außerhalb der Luft nichts tut. Interessant. Außerhalb der Luft oder an Wänden hängen. Autsch. Warum sagt mir keiner, dass da ein Loch ist? Warum sagt mir keiner, dass ich nicht mehr festhalten kann, wenn ich einmal losgelassen habe? Oh ja. Okay, Fatty Condition. Boink. Boink. Fatty gefällt mir. Er ist ungefähr so wie ich. Kleinen Link. Mhm. Ja, das ist nur eine recht begrenzte Reichweite der Kletterhaken, ich sehe schon. Ojo, plonk. Dun, 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 dun. Also mehr oder weniger ein Zwei-Tasten-Spiel oder wie sehe ich das? Okay. Der Fatty kann also durch Kraftfelder phasen, haben wir das geklärt. Oh, knapp. Oder Schüsse. Ja.
jetzt nicht so ganz klar, was das soll. Ich dachte, der geht kaputt, wenn ich da drin hocke oder so. Aber habe ich mich wohl vertan. Oh, ich muss X loslassen, dann nochmal drücken. Lecco mio. Ah. So. Wieso kann ich mich jetzt nicht mehr an die Plattform hängen? Oh, kann ich nicht. Nee, ah, interessant. Ich kann in der Luft also nicht zweimal dasselbe benutzen. Ich dachte, ich könnte mich da so Worms-mäßig einfach langhangeln, aber Pustekuchen. Eieiei. Ah! Ich sehe schon, es wird komplexer. Oh, come on. Eieieiei. Achievement unlocked. Motion sickness. Unit, we have received what it seems to be. Okay, a distress call from our home planet, Dumo. We aren't sure about it due to strong interferences in the transmission. Only some bit made it to us, but we checked with the Space Intelligence Unit and they have also reported unusual spaceship movement in the sector in the last days. It's definitely worth looking into it. Get ready for immediate deployment. Tja, was soll ich dazu sagen zu dem immediate deployment, ne? Nee, kein Bock. Achievement unlocked. Boring. Brexit. Once home of the Galactic Federation, Brexit is now a decaying planet filled with large city-sized skyscrapers, sprawling slums and extremely high rent costs. Trash 3. Retail. Rosticon. Dumo, Nestival, ach und das war's, okay. Interessant. Press X to skip. Ah, ich dachte schon, es passiert nichts. Boing, boing, hui. Boing, boing. 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 Von unten kann man immer durchhüpfen, oder wie sehe ich das? Sieht so aus. Boing. Au. Oh, okay. Einmal getroffen und du gehst drauf. Haben wir das geklärt? Das ist dann also eher am schweren Ende der Skala.
gering, Entschuldigung. Wollen wir das mit dem Deutschen mal ernst nehmen hier? Boing. Boing. Ich glaube, das ist auch nicht mein Spiel. Aber es hat auf jeden Fall schon mal meinen Humor. Das ist ja ein Bonus. Doink, doink. Machen wir mal das mit dem Speedrun. Scheiß auf Coins. Smash, smash, ouch. Och. Alter Mann versucht Präzisionssprünge mit Gamepad. Rezept für Desaster, könnte man noch sagen. Moin. Doch komm, das war mal vorüber. Ich sehe schon, ich werde es keine 20 Minuten durchhalten. Arrgh! Das sieht so richtig schön aus, als wäre es dafür gedacht, dass man da einmal schon einer flüssigen Bewegung rüber eiert und dann verringe ich jetzt mal, wenn ich das versuche. Hey! Und wie war das Dickerchen? Kann die Gegner reinphasen? Okay, auf den kann man also auch nicht draufspringen, haben wir das geklärt. Ja, kickt einen dann einfach. Ein Loch? Ja, es ist ein Loch! Haben wir das geklärt? Achievement unlocked. Let's talk it out. Für 50 Gegner platt machen. Okay. Ach, das war ein Checkpoint. Probieren wir es aus. Ja, es war ein Checkpoint. Boink, boink, boink.
Boink. Smash. Oh, und werde ich in 20 Minuten bis zum Ende des ersten Levels schaffen? Darf gespannt sein. Mein Tipp ist nein. Aber wer weiß? Das Leben ist voller Überraschungen, nicht wahr? Oh, come on. Doch. Was ist das? Auch ein Gegner, okay. Ja, das mit dem Ziel lieber dann nochmal. Irgendwo gibt es hier einen Trick. Ah, wahrscheinlich hätte ich das dann noch nicht gegenschieben dürfen dafür. Oder so Scherze. Oh, come on. Irgendwie hätte ich jetzt erwartet, dass er mich komplett zurück zum Checkpoint schickt. Arf. Okay. Ja, das war einfach, wenn man verstanden hat, was man tut. Boing. Ach, in die kann ich nicht rein. Haben wir das geklärt? Drei Minuten noch, muss ich mich mal ranhalten hier. The fuck war das? Boing. Boink. Oh mein Gott. I'm the greatest test. Falsche Taste. Das war nicht Double Jump. Finde ich aber auch extrem verwirrend, dass Springen eine Taste ist und nochmal Springen eine andere Taste. Komm zu Papa, oder lieber nicht. Ich bin für lieber nicht, ehrlich gesagt. Bin nämlich so schlecht im Spiel. Ey, come on. Ah.
Hallo. Och, ich bin doch im Kopf gelandet. Prangere hart. Weiter, ich mag das nicht. Ich finde, es sollte Schluss sein. Dann hätte ich den ersten Level fast geschafft in 20 Minuten. Boink. Achievement bring it unlocked. Bring it on. 100 irgendwas Coins. Gar nicht Coins. In 100 Gegner habe ich definitiv noch nicht gemacht. Und da bin ich wieder verreckt. Da wir schon bei 21 Minuten sind, machen wir hier mal Schluss. Unit 4, ein Jump'n'Run mit vier verschiedenen Charakteren mit jeweils einer eigenen Fähigkeit. Finde ich von der Idee ganz lustig. Der Humor ist eigentlich auch meiner. Ich sag nur Planet Brexit. Nur leider nicht meine Art Spiel. Von daher kann ich es empfehlen, wenn man Jump'n'Run mag. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Wie gesagt, gibt's im Jingle Jam, Link unten in der Beschreibung. Man kann was für einen guten Zweck tun und kriegt nebenbei einen Adventskalender mit allen möglichen Games, unter anderem halt auch Unit 4. Und in diesem Sinne, 20 Minuten Unit 4, out. Hey, du bist ja immer noch hier. Cool. Da links gibt's die Playlist, zu der das hier gehört, oder ein anderes tolles Video. Da rechts kannst du abonnieren und wenn du mir noch einen auf die Glocke gibst, ist 1A. Da unten, Daumen rauf, Daumen runter. Kommentare hinterlassen, freue ich mich auch immer drüber. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal.